Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zu einem Blick in WTI, Gold und den SMI 20. Und natürlich wie immer der Einladung, bei Fragen direkt den Chats hier beizuwohnen. Das heißt, gerne den ein oder anderen Wunschtitel in die Chats hier auf Facebook und auf GoToWebinar auch einzubringen. Ich hoffe, Bild und Ton ist gut und jeder freut sich schon auf die Dinge, die da heute kommen. Wir haben ja teilweise ordentlich Party an den Märkten. Ich hoffe, das merkt jeder Händler auch im eigenen Depot. Olaf, Ludger, Theo, Servus von meiner Seite her. Und vielleicht sehe ich auch den ein oder anderen heute Abend oder morgen dann auf der Invest für den einen oder anderen gemeinsamen Plausch. Nun geht es hinein in unser heutiges Webinar. Sie sehen es hier an dieser Stelle auch schon gezeigt. Es geht wie immer auch neben den heutigen Handelsideen um den Ausblick für die kommende Woche. Und im zweiten Teil dann selbstverständlich wieder edukativ. Heute wieder mit einem nächsten Blick in eine kurzfristige Strategie. Das heißt, da schauen wir auf das MA20 Reversal. Diese Strategie habe ich einmal im Traders Magazin beschrieben. Da habe ich auch eine Frage zu bekommen. Das klären wir dann heute. Schauen wir wie immer zuerst auf den Risikohinweis. Den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wie schaut es denn mit den heutigen Nachrichten aus? Gute Nachrichten haben den Marktstart hier bei uns eröffnet, also zumindest um 8 Uhr, was die Nachrichten angeht. Wir haben ja hier die Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland bekommen. Nachdem der vorherige Wert bei einem Minus von 0,8 lag, war die Prognose bei einem Zuwachs von 0,6. Tatsächlich waren es aber sogar noch mehr. Wir haben hier 0,7. Also wir lagen hier sogar über den Erwartungen. Was gibt es dann im weiteren Fortfolgen? Wir bekommen heute um 9.30 Uhr aus Großbritannien Halifax Hauspreisindexdaten. Dann gibt es hier das Treffen der Eurogruppe. Das steht heute den ganzen Tag offen. Da gibt es wahrscheinlich auch die ein oder andere Information zum Thema Brexit. Da geht das hin und her ja weiter. Dann im Nachmittagsgeschäft, da gibt es hier, wir sehen es heute hier, ich zeige es mit der Maus nochmal, um 14.30 Uhr. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also die sogenannten Non-Farm-Payrolls, da schauen ja viele, viele Händler drauf, was da passiert. Das kann unter Umständen gerade auch kurzfristig ein paar Bewegungen in dem entsprechenden Indizes oder im Euro-US-Dollar geben. Schauen wir mal, was da auf uns kommt. Was gibt es noch dazu weiter um 14.30 Uhr aus den USA? Die Erwerbsbeteiligungsquote, es gibt die privaten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote. Also all das um das Thema der Arbeitszahlen ringsherum. Und dann, es ist Freitag und Freitag gibt es dann auch planmäßig wieder den COT-Report, das heißt den Blick in die Daten, die die Big Boys hier an dieser Stelle gemacht haben. Damit in die Charts hinein. Ich hatte es ja avisiert, wir sprechen über das Öl, über Gold und über den Schweizer Aktienindex. Öl habe ich hier gerade auf der Uhr und obwohl wir diese Woche deutlich angestiegene Lagerbestände im Öl hatten, bleibt alles ganz entspannt. Ja, wir sehen das hier. Der Markt ist weiterhin in seinem Aufwärtstrend befindlich. Der nächste größere Anlaufpunkt, den haben wir hier oben an diesem Zwischenhoch, was wir hier drüben gehabt haben im letzten Jahr. Wann war es gewesen? Im September, Oktober, 26.10. war es hier gewesen. Da war der Peak bei 67,75 und wir sehen es hier auch im aktuellen Chart. Der Markt läuft aktuell ganz, ganz ruhig, auch auf relativ hohem Niveau. Ja, wir haben ja hier diesen Stab, diesen Außenstab mit seinem Hoch. Da sind wir zwar schon mal leicht rübergegangen. Das war das Peak hier bei 62,81 Dollar. Und jetzt laufen wir so leicht schräg runter. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was wird denn hier, was formt der Markt aus? Wir haben jetzt hier aktuell noch keine hohe Dynamik. Das heißt, das hier
ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt kein Trade für mal einen kurzen Quickie im Rein und Raus und danke für den Gewinn, sondern hier geht das Ganze in relativer Ruhe vonstatten, ja. Und das ist jetzt interessant, was wir hier sehen, gerade auch für nebenberufliche Trader, das Korrekturmuster mal anzuschauen, weil das können wir ja sehr schön machen. Und das Tolle ist ja hier, im Gegensatz zum Future, wo man 500 oder 1000 Fässer Öl kauft, können wir hier bei Tickmill zu sehr, sehr guten Konditionen ein einziges Fass von der Skalierung her kaufen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Elena, guten Morgen. Das ist sehr, sehr schön. Warum? Wir können hier hervorragend skalieren. Wir können sehr, sehr schön mit dem Risiko und Money Management arbeiten. Und das ist doch hervorragend. Was wir hier an dieser Stelle jetzt haben, ist wirklich der Blick, was passiert weiter. Wie schon gesagt, bleibt die Korrektur auf hohem Niveau. Das heißt, bekommen wir hier so eine seitwärts laufende Phase, dann haben wir die Begrenzung unten am Tagestief hier bei 61,44. Oben ist der Deckel drauf bei ungefähr 62,80. Das ist der Schwingbereich hin und her. Und jetzt kommt es drauf an. Läuft der Markt hoch, bricht er drüber, dann haben wir gute Karten, Richtung 67,75 zu laufen. Wahrscheinlich nicht an einem Tag, aber ein schöner Swing ist durchaus drin. Auf der anderen Seite, mit Blick nach unten, haben wir ja an der Stelle auch nahe Tagestiefs, beziehungsweise hier, das Tagestief hatte ich ja gesagt, den nächsten Supportbereich um den Ausbruch. Da liegt auch ein Tagestief drinnen. Hier die Marke von ungefähr 60 US-Dollar. Da haben wir hier dieses Level, als sich dieser Trend hier drüben fortgesetzt hat. Und dann natürlich hier der Schwungbereich. Hier drüben war eine Marke im Abwärtstrend. Da lief der Trend hier, der Aufwärtstrend drüber. Und in diesem Bereich hatte er hier den Support beim letzten Mal auch gefunden. Und das ist die Marke von ungefähr 58 US-Dollar. Und hier können wir ganz in Ruhe mal schauen, sollte es überhaupt zu tief gehen, da haben wir dann halt ein paar Pivotpunkte, wo der Markt auch drehen könnte. Das heißt, entscheidende Marker für die Unterseite ist hier das Tagestief vom 2.4. oder aber die Oberseite hier vom 3.4. Das sind die Stellen, wo der Markt sich entscheiden wird, wenn er direkt dynamisch nach oben oder unten läuft. Das ist also das, was wir hier im WTI mit sehen. Dann schauen wir mal zum Aktienmarkt in die Schweiz hinein. Das ist auch schön, was wir hier sehen. Ich habe das Bild jetzt groß. Ich mache es mal kurz noch etwas kleiner. Ich stauche es etwas zusammen. Ich gehe aber gleich wieder rein. Wo stehen wir hier? Schaut euch das mal an. Hier drüben gab es ein Hoch. Und dieses Hoch, wir schauen uns das mal kurz in der Woche an, das ist das All-Time-High im Schweizer Aktienmarkt. Das heißt, so ähnlich wie wir das im Australdollar beziehungsweise im australischen Aktienindex so rum gesehen haben, weit, weit rangelaufen an die All-Time-Highs, ist der Schweizer Markt auch. Er steht quasi direkt unter dem Allzeithoch. Und am Allzeithoch ist meistens immer ein bisschen Widerstandsniveau. Ja, oftmals nimmt der Markt das nicht so mit Schmackes, mit einem Rutsch, sondern es gibt so vorher immer noch so leichte Tendenzen. Das ist jetzt interessant zu sehen, was hier passiert. Nämlich auf dem Tagescharts sehen wir das. Das Hoch dieses Trends, was ich hier markiert habe, das liegt direkt hier bei 9.587 Punkten, ganz knapp unter dem Allzeithoch. Und das ist natürlich schön zu sehen. Und was wir jetzt hier sehen, ist eben der von mir genannte Rücksetzer am Allzeithoch. Und jetzt stellt sich hier die Frage, ist es nur ein Luftholen oder geht es noch tiefer? Ist auch für uns aktive Trader relativ egal. Im Sinne dieses Trends hier ist es natürlich schön zu sehen, dass wir noch einmal früher reinkommen. Anlaufpunkte zur Unterseite haben wir hier dieses Tief vom, wann war es gewesen? Mittwoch. Da hatten wir schön den Spike. Der lief auch schön ins Vortagestief hier rein, in eines der Vortagestief. Die Marke hier knapp 9.495 Punkte. Da ist der erste Anlaufpunkt auf der Unterseite, der als Pivot im Sinne dieses Aufwärtstrends hier dienen könnte. Fällt der Markt weiter, nächster Anlaufpunkt hätten wir dann hier die 9.424, beziehungsweise wenn wir mal auf diesen Trend hier reinschauen, wir haben hier das aktuelle Trendtief bei 9.260. Wir wissen ja nie, wohin der Markt korrigiert, aber wir sehen, wir haben hier ein paar Unterstützungen. Als Unterstützungen helfen übrigens auch die Dinge, die wir sehen hier im Stundenchart, weil da sehen wir sehr, sehr schöne Anlauflevel. Wir haben hier die Swings mit drinnen liegen, das heißt hier, wir sehen ja, wie schön der Markt geschwungen ist und da haben wir schön die Anlaufpunkte immer da. Und das sind natürlich auch immer Marker, die man nutzen kann, wo möglicherweise Absicherungsorders liegen.
die dann wieder für Bewegung oder Gegenbewegung sorgen. Also es gibt eine Menge Punkte, die hier nutzbar sind, wenn die Korrektur tiefer laufen sollte. Ob das soweit kommt, wir werden sehen. Stärke kommt auf alle Fälle rein, wenn wir jetzt direkt wieder hochlaufen. Das heißt, wir haben ja gesehen, wir sind hier schon mal unter ein kurzes Level, was wichtigerweise in diesem Trend hier da gewesen ist, drunter gelaufen, haben aber direkt wieder Anlauf nach oben genommen. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, bietet sich hier der Markt nach oben an und läuft drüber, dann haben wir die Chance, direkt über den Widerstand in das Allzeithoch reinzulaufen. Ansonsten schauen wir halt, dass wir nach unten ein Stück des Weges mitnehmen können. Das bietet sich für die aktiven Trader auch an. Der Schub nach unten hier gut und gerne möglich. Wie schon gesagt, Anlaufpunkte sind da auch genannt. Und damit schauen wir dann in den Preis vom Gold hinein. Hier haben wir das Gold. Haben wir vor ein paar Tagen schon mal auf der Uhr gehabt. Damals hatten wir gesprochen über diese Seitwärtsrange, die wir hier hatten. Das heißt, wir hatten damals, wo wir gesprochen haben, hier diesen Seitwärtslauf in diesem Bereich hier gehabt. Gestern nun sind wir wirklich drunter. Und jetzt kommt es drauf an. Wir sind gestern drunter. Wo kam der Rücksetzer, der Intraday Rebound? Der kam genau hier unten im Support am aktuellen Tief dieser Bewegung hier. Da kam gleich wieder Stärke rein. Aber wir sind erst einmal nach unten ausgebrochen. Das heißt, hier ist der Markt unten raus. Wir haben jetzt hier den Rücksetzer gehabt und jetzt kommt es darauf an, was passiert. Dieser Schub nach unten hat den Stundenabwärtstrend fortgesetzt. Das, was wir hier sehen, ist korrektive Phase. Heißt also, setzt sich der Abwärtstrend nach unten fort, haben wir kurzfristig die Chancen, erneut den Test dieses Tiefbereiches hier der 1280-Punkte-Marke in etwa anzugehen, beziehungsweise wenn das nicht hält, könnte durchaus auch ohne weiteres mal ein Test dieses Supports um dieses ehemalige Trendtief hier im Aufwärtstrend im Bereich der 1276 US-Dollar-Marke laufen. Das nach unten. Bleibt dieses Szenario aber aus, das ist für kurzfristige Trader auch sehr, sehr interessant. Wir haben ja immer wieder diese Spikes nach oben und nach unten gesehen. Das heißt, der Markt ist momentan spiky. Heißt, wir können ohne weiteres auch nach oben laufen. Und das ist halt gut, wenn man kurzfristig unterwegs ist, wenn man solche Marker auch sieht, weil die können ja auch angetestet werden. Das ist gerade für die kleineren Zeiteinheiten, für die kurzen Trades wichtig. Hochpunkte haben wir hier liegen um die Marke von 1294, hier 1297 beziehungsweise 1299. Die liegen also sehr, sehr, sehr eng aneinander und auch hier werfen wir noch einmal einen Blick in den Stundenchart hinein und hier sehen wir, wie das Ganze sich verhält. Hier schön die Abwärtsschwünge da und hier, das sind die Marker, die ich genannt hatte. Das sind die Hochs, die wir in den Tageskerzen gesehen haben und das sind halt auch Bereiche, die man markant im Tag bzw. vom Tag hineingeblickt in die Stunde auch sehen kann. Hier sehen wir auch, der letzte Schub nach oben hat genau in diesem Bereich die Schwäche bekommen und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Der Lauf nach unten sieht dann sozusagen so aus, dass wir hier die Gegenbewegung gesehen haben. Ich mache das mal kurz in einer anderen Farbe hier und damit hatten wir nur die Gegenbewegung. Warum? Weil wir noch keinen neuen Trend nach oben haben. Das heißt, das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist einfach im Gleichlauf des aktuellen Trends. Setzt sich das Ganze weiter nach unten fort, dann haben wir die Chancen, hier die tieferen Bereiche anzulaufen. Aber wenn es jetzt nicht tiefer wird, sondern wir vielleicht sogar ein höheres Tief bekommen, das sieht dann optisch irgendwie in dieser Art aus, wo auch immer an welcher Stelle es sein soll, dann haben wir schon die Chance nach oben zu laufen und dieser Schub nach oben, der könnte dann durchaus hier dazu führen, dass diese nahen Bereiche zumindest mal angelaufen werden und das ist für das kurzfristige Trading doch auch relativ interessant, würde ich mal sagen. Das also hier an dieser Seite mit Blick in Gold, das Wichtige mit Blick in die große Situation und auch mit Blick in die Korrelation zu den großen Aktienindex ist es ja häufig so, dass der Gold als oder der Goldpreis als sicherer Hafen auch gesehen wird. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, Lothar, auch dir einen guten Morgen. Was wir hier an dieser Stelle sehen beim Gold ist natürlich jetzt, wo die Märkte wieder ansteigen, sehen wir Abwärtsdruck im Gold. Das ist also das Thema Korrelation. Wenn der sichere Hafen nicht mehr so gebraucht wird und die Aktienmärkte jetzt tatsächlich wieder nachhaltiger nach oben ansteigen, dann haben wir hier auch schon gut und gerne die Möglichkeit, für den einen ist es die Möglichkeit, für den anderen das Risiko, das muss jeder für sich selbst auch abschätzen, aber wir haben hier sehr, sehr schön die Möglichkeit, mit Blick als aktiver Trader blicke ich hier auf Möglichkeiten, dass wir runterlaufen, deutlich drunter laufen und dass wir dann weitere Punkte auf der Unterseite mit anlaufen können.
Das wird sehr interessant sein. Das machen wir dann hier in den morgendlichen Briefings. Schaue ich natürlich auch immer drauf, wo sich gute Situationen ergeben und so wie heute Morgen eine oder andere Möglichkeit für einen Entry auch mit dabei ist. Das also hier zu den aktuellen Handelsideen. Ich sehe aktuell keine Fragen dazu. Wir schauen auch. Ja, alles klar. Ich habe hier noch eine kleine Anfrage. Let's talk about Germany 30. Wir gucken gleich in den DAX. Keine Sorge, das wird nicht vergessen. Das machen wir hier im großen Bild des großen Chartchecks. Kommt das gleich mit rein. Der DAX, da spielt momentan ordentlich Musik. Und da ist auch wieder die Sache gegeben, dass wir sehen, der Markt kauft gerade ziemlich stark. Und da haben wir auch heute mal den Blick auf einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Das machen wir gleich. Zuvor zurück zu den Nachrichten. Und zwar hier die Nachrichten der aktuellen Woche. Wir hatten ja in der letzten Woche wieder über die große Planung gesprochen für die laufende Woche, wo wir heute den letzten Handelstag auch haben. Und hier sind wir jetzt am Freitag angekommen mit einem Rückblick auf die Nachrichten. Wir haben positive Zahlen, wir haben negative Zahlen gesehen. Alles in Summe ist jetzt auf dem Tisch. Die Märkte, naja, hat es nicht wirklich schlecht bewegt bei den Zahlen, wo es etwas negative Überraschungen gab. Weil so schlimm ist es dann doch nicht gewesen und die positiven Dinge haben überwogen, zumal wir ja in der diesigen Woche auch gute Informationen zum Thema Handelsstreit bekommen haben. Heißt also, dort glätten sich die Wogen anscheinend so langsam und das ist auch gut und das ist auch das, was wir von der fundamentalen Seite bei vielen Indizes momentan auch sehen. Wenn sich diese Geschichte mit China und den USA so langsam ausbügelt, dann haben wir halt die Situation, dass Chinas Wirtschaft wieder besser laufen könnte. Das ist das, was der Markt wahrscheinlich annimmt. Und das hat dann selbstverständlich auch positive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Und deswegen könnten da die Zahlen hier bei uns in Deutschland auch bald wieder besser aussehen. Und wir wissen ja, die Börse handelt immer die Zukunftserwartungen. Das ist ja das Schöne für uns Trader. Deswegen ist es auch gut, an den richtigen Stellen auf den Trades zu warten. Das ist ja auch das, was ich in meinen edukativen Parts und in meiner Ausbildung immer wieder weitergebe, zu sagen, nicht irgendwo zu kaufen, sondern dort zu kaufen, wo es wirklich sinnvoll ist. Und das sehen wir hier. Der Markt fängt halt irgendwann an, bestimmte Sachen einzupreisen. Und da sollte man dabei sein. Das machen wir ja hier jeden Morgen. Die Nachrichten der aktuellen Woche. Es ging heute bzw. diese Woche schon am Sonntag Nacht los. Wir haben den Einkaufsmanager-Index aus China bekommen. Prognose waren hier 49,5. Wir lagen drüber bei 50,5. Na? Also eine schöne Überraschung. Das haben wir hier an dieser Stelle auch gesehen. Gleicher Index von der HSBC am Montag hier auch in der Nacht bekommen. Die Prognose war 50,1. Gut, das war jetzt keine große Überraschung, dass wir hier wieder besser sind. Die Daten vorher waren ja auch besser. 50,8, also über der Prognose gelesen. In Deutschland, da waren wir etwas drunter, aber nicht so schlimm, dass es den DAX belastet hätte. Wir sehen es ja hier aus dem März, den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Prognose waren 44,7, aktuelle Zahl 44,1. Interessant und schön zu sehen war hier die Information aus Großbritannien, wo ja immer das Brexit-Thema schwebt und immer so diese, sag ich mal, mediale Geschichte, ganz schlecht alles für die Wirtschaft. Wir sehen, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien, da war die Prognose bei 51,2. Aktuell 55,1. Weitere Daten hier gab es zum Verbraucherpreisindex 1,4. Prognose waren 1,5. Also keine dramatischen Abweichungen hier. In den USA, da liefen wir, naja, so und so. Einzelhandelsumsätze, Kernrate für den Februar war auf den Punkt getroffen. Die Einzelhandelsumsätze in Summe waren leicht schlechter als erwartet. Interessant und schön zu sehen war, dass der EMI-Index bzw. der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier auch besser war als erwartet. Wir haben es gesehen, Prognose waren 54,5, aktueller Wert 55,3. Das sind positive Werte aus der Wirtschaft und das sind die schönen Dinge, die wir hier brauchen, wo wir einfach sehen, die Wirtschaft läuft weiter
auch gut. Dann gab es am Dienstag aus Großbritannien hier den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Ja, der war auch nur punktuell schlechter, also auch keine richtig böse Überraschung hier an dieser Stelle. Aus den USA der Auftragseingang für langlebige Güter, hier die Kernrate, da waren wir etwas schlechter, 0,3 waren erwartet, es war 0,1, aber es hat den Index in Summe wirklich keinen großen Abbruch gegeben. Am Mittwoch gab es dann hier die Daten zum Einkaufsmanager-Index aus Großbritannien, hier schlechter als erwartet. Aus den USA gab es den Beschäftigungsindex hier an dieser Stelle. Prognose waren 184, aktuell waren es 129. Dann gab es weiterhin den ISM-Einkaufsmanager-Index, der war auch leicht unter den Erwartungen. Und dann hatte ich vorhin auch schon gesagt, das Thema der Rohöl-Lagerbestände. Wir hatten hier eine Prognose von einem leichten Rückgang, dann war es doch ein deutlicher Zuwachs. Dem Ölpreis hat es jetzt nicht massiv geschadet, aber wir laufen halt so ein bisschen zurück. Für den Trader, für den Aktiven eine Chance, weil wir laufen nach dem starken Anstieg etwas in die Korrektur hinein. Also das an der Stelle alles gut. Damit blicken wir als nächstes auf die wichtigen Termine für die kommende Woche. Wie schon gesagt, hier, wir sehen es an diesen Bullenköpfen. Das sind nur die wichtigsten Nachrichten auf die Einzelnachrichten. Auch mit der zweiten Relevanz gehe ich da natürlich jeden Morgen wieder in unseren Morning Briefings hier ab 8.30 Uhr ein. Da geht es los in der nächsten Woche mit den JOLTS-Stellenangeboten am Dienstag. Am Mittwoch ist der Tag dann deutlich länger. Wir bekommen einige Nachrichten, zum Beispiel hier aus Großbritannien. Wir bekommen das Bruttoinlandsprodukt und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Aus Seiten der Notenbank gibt es hier den Zinssatz für die Einlagenfazilität, den den Spitzenrefinanzierungssatz und den geldpolitischen Begleittext zusammen mit den Zinsentscheidungen der EZB. Das bekommen wir also nächste Woche Mittwoch. Dann gibt es hier den Verbraucherpreisindex, die Pressekonferenz der EZB bekommen wir ebenfalls. Dann gibt es die Daten zu den Rohöllagerbeständen und wir bekommen das FOMC-Sitzungsprotokoll und am 11. April gibt es dann den Erzeugerpreisindex. Das also hier mal die Vorausplanung für die nächste Woche. Das sind also die Daten jetzt mal, die aktuell in der Planung drin stehen. Das Ganze hier mit Blick auf Planung, wann wir hier beim Traden etwas vorsichtig sein sollen. Natürlich gibt es das nächste Woche wieder im Detail. Hier geht es gleich mit dem Ausbildungsteil weiter, das Kleine als Blick von weg. Aber bevor wir hier dort reingehen, selbstredend, der Blick in die großen Indizes hinein. Wir starten, wie in den letzten Wochen immer gesehen, mit dem DAX. Herrlich, oder? Das ist doch ein Traum. Letzte Woche haben wir noch gesprochen drüber. Könnte das, was wir hier sehen, nach diesem starken Schub nach oben möglicherweise hier ein bärisches Muster, das heißt hier die bärische Flagge werden? Hätte es werden können, wenn ein Ausbruch gekommen wäre, ist aber nicht. Punkt. Wo stehen wir heute? Wir stehen über der Marke von, die wir hier gesehen haben, 11.849, da sind wir drüber gelaufen und zwar ordentlich. Wir haben sogar mittlerweile gestern im Tagesverlauf die Marke von 12.000 Euro wieder mal angetippt. Das heißt, die Bullen sind hier voll am Ruder. Wir sehen das auch und wir sind hier in der Situation, dass der Markt wirklich sehr, sehr, sehr stark und souverän nach oben läuft. Woran das jetzt liegen mag, da gibt es viele, viele Gründe. Möglicherweise spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass hier der ein oder andere Fondsmanager so langsam in Zugzwang kommt, weil wenn man uns mal erinnern in viele Nachrichten, die wir über die, ja, sag ich mal, Ticker oder auf NTV oder wo auch immer gesehen haben, da hieß es ja häufig, naja, die ganzen Sorgen, die wir haben mit Brexit, mit China und so weiter und so fort, da sind schon starke, sag ich mal, Dinge dabei gewesen, wo der ein oder andere vielleicht etwas zurückhaltend gewesen sind. Aus gutem Grund, dieses Risiko darf natürlich nie überhand nehmen im Portfolio und nun löst sich das Ganze so in Wohlgefallen auf und möglicherweise sorgt jetzt hier der Kaufdruck dieser Fondsmanager, die reingehen müssen, für weitere steigende Kurse, auch in den Indizes, genaue Gründe. Es ist eigentlich relativ egal, was dafür sorgt, wenn wir aktiv traden wollen, machen wir dann die fundamentalen Nachrichten zusammen mit der Charttechnik und die sieht momentan wirklich sehr, sehr schön aus. Hier dieser kleine Zwischenbruch im gesamten Bild bringt uns jetzt halt in die Situation,
dass man schön sagen kann, ich zeichne das hier gleich auch mal noch mit ein. Man hat hier einen schönen, starken Trend mittlerweile nach oben laufen auf der größeren Basis. Das zeige ich gleich auch mal mit Blick in die Woche hier hinein. Und zwar ist jetzt hier auch im größeren Sinne ein schöner, laufender Aufwärtstrend entstanden. Ich zeichne den einfach mal dick ein. Wir hatten hier den ersten Schub, dann gab es hier die korrektive Phase hier unten rein. Der zweite Schub, der lief dann schön nach oben hier, den schönen Bewegungstrend nach oben gesehen, das Ganze hier gesehen. Jetzt haben wir hier den ersten Schub gehabt, das war alles noch Bewegungstrend. Hier lief es dann rein, die letzte große Bewegung. Dann ging es fein nach unten, das heißt, was wir hier gesehen haben, war korrektive Phase. Die hat diesen Bewegungstrend hier rausgenommen und jetzt stehen wir schön ordentlich in der Bewegung drinnen. Also hier, wir sehen es auch im großen Bild, alles schön bullisch mit Blick nach oben gerichtet. Man muss halt immer wieder davon ausgehen, dass es in solchen Phasen, die wir jetzt haben, wo wir wirklich so eine starken Schübe nach oben bekommen haben, es kann auch immer mal zur Rücksetzung kommen. Das heißt, eine Korrektur wäre hier durchaus auch gesund. Der ganze Schub nach oben hat zum einen hier diesen Trendbereich, dieses Trendtuch mitgenommen. Das hat auch technisch Kaufaufträge ausgelöst. Dann hatten wir, wie schon gesagt, hier diese Marke von knapp 11.850, 11.900 Punkten. Da haben auch Kauforders gewartet, die so einen Markt mit hochschiebt. Das sind natürlich viele wichtige Marken, die hier für Dynamik auch mit gesorgt haben. Jetzt ist das nächste etwas weiter weg. Das heißt, dass wir hier oben reinsehen an dieser Stelle, da haben wir halt hier den nächsten Bereich hier, den Schwenk, den wir nach oben gesehen haben, den haben wir hier oben erst ein Stückchen weg. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass wir hier bei knapp 12.500 Euro liegt das Ganze, dass wir da etwas durchatmen sehen und dann den Markt weiter nach oben entwickeln sehen. Das wird sich zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber die Dynamik ist auf alle Fälle in positiver Seite da. Und das ist einfach schön zu sehen. Mit Blick nach oben hin laufen wir halt auch, wenn die Dynamik beibleibt, in die Bereiche des Allzeithochs hinein. Also hier bleibt es spannend. Aktuell, wie schon gesagt, ist das Ganze in Bewegung weit reingelaufen und wir wissen es ja, weite Bewegung, die da, je weiter so eine Bewegung läuft, je größer wird das Risiko einer korrektiven Phase und je stärker die Überdehnung wird, je stärker kann manchmal auch die Korrektur werden. Das heißt, das muss man als Trader auf alle Fälle immer mit im Blick haben. Als nächstes schauen wir mal in die US-Märkte hinein. Wir starten mal hier mit dem S&P 500. Hier sehen wir das Bild, was wir in der letzten Woche haben. Par excellence in Fortsetzung. Hier Korrektur, Umkehrmuster, Bewegung. Hervorragend. Wirklich sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr starker Markt hier. Das Allzeithoch ist nicht mehr weit weg. Wir haben es hier oben liegen, um die Marke von 2.941 Punkten. Hier dieser Widerstandsbereich um die Marke von 2.800 Punkten, der spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Er ist wirklich rausgenommen worden, er ist verteidigt worden und der Markt stabilisiert sich oben drüber. So sieht eine Bestätigung aus. Heißt das so schön, der Aufwärtstrend ist hier weiter im Gange. Auch hier mit Blick auf die Bewegung. Wir sind natürlich über das Trendhoch drüber gelaufen. Die Bewegung steht ein gutes Stück in der, ja, ich sage ich mal, in der Überdehnung drinnen. Jetzt kommt es halt drauf an, wer beispielsweise mit dem Thema Measured Move arbeitet. Hier unten haben wir das Tief der Korrektur gehabt und wer den Measured Move zum Ansatz nimmt, der kann sich halt sagen, wie weit kann es denn hier aus dieser Sicht noch laufen? Packen wir es mal oben drauf. Wo haben wir hier das Hoch aus dem Measured Move? Das haben wir hier und siehe da steht sogar die Chance noch drinnen, dass aus dem Blick oder mit dem Blick auf den Measured Move hier oben das Allzeithoch noch angelaufen wird. Lassen wir uns mal überraschen. Das große Bild ist auch hier weiter bullisch zu sehen. Also hier die Geschichte auch fein nach oben aufgerichtet. Der Trend setzt sich weiter fort. Das sind die Dinge, die wir im Trading hier beachten sollten. Der technologielastige Index hier, absolut gleiches Thema an dieser Stelle. Wir sind in diesem Index auch auf dem Weg zum Allzeithoch. Wir sehen es hier oben, haben wir das Allzeithoch liegen. Ich lege da gleich mal auch noch den Strick drauf. Hier oben den Strich hatten wir hier das Allzeithoch um die Marke von knapp 7.700 Punkten. Das war das Hoch da oben hier, da oben dran. Und das ist der Markt, wo wir gerade wieder hinlaufen. Schön bullisch auch nach oben. Und das sehen wir hier im Fortlauf. Aktuell gestern auch ein bisschen schwächer, aber wir sehen,
Die Schwäche wurde gleich wieder dazu genutzt, nach oben zu laufen. Hier kommt es jetzt halt darauf an, wie verhält sich der Markt. Wir haben den Deckel obendrauf am Tageshoch hier vom Mittwoch ist das gewesen. Das war bei der Marke von 7.590 Punkten hier oben. Das ist dieser Bereich hier in etwa da oben drauf. Die Linie hält jetzt nicht ganz genau, aber das ist das Hoch hier an dieser Stelle. Wie schon gesagt, knapp 7.600 Punkte. Nach unten hin muss man sehen, wenn wir unter das Tief von gestern laufen, haben wir hier ein paar Tagestiefs liegen. Das wäre dann korrektive Phase, dieses Aufwärtstrend. Alles ist möglich hier an dieser Stelle. Also ein gleicher Aufschub nach oben mit direktem Anlauf hier ins Allzeithoch hinein. Oder aber die Situation, dass wir etwas Korrektur nach unten sehen. Im großen Bild alles schön bullisch. Und wenn wir uns das mal eben kurz auf der Woche auch anschauen, wir hatten es ja oft genug besprochen. Aus der Woche alle negativen Tendenzen sind raus. Der Markt ist wirklich sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Hat hier wichtige Marken einfach überschwungen. Immer mal auch ein bisschen angehalten. Das ist sehr gesund. Das ist sehr, sehr schön für den Markt. Und jetzt läuft es halt hoch. Und das Schöne hier an dieser Stelle ist halt zu sehen, dass wirklich das Ganze auch im Zusammenhang mit besseren wirtschaftlichen Daten gehen, im Zusammenhang mit Entspannung am Zinsmarkt gehen. Wir hatten ja gerade in den USA in den letzten Wochen auch immer mal das Thema inverse Zinskurve auf dem Tisch. Das geht jetzt auch alles Stück für Stück aus dem Markt raus oder ist schon aus dem Markt rausgekommen, weil auch die Notenbank hier ein Stück zurückgerudert ist. Das hat einfach Druck vom Kessel genommen, wie man das so schön sagt, und hier den Markt unterstützt und schön nach oben gebracht. Also hier in diesem Index auch alles hervorragend. Und das ist auch das Bild, was wir beispielsweise hier in Japan sehen. Das heißt, im Nikkei mit Blick auf den Tageschart sehen wir hier auch in diesem Jahr schön einen aufwärts trendenden Markt hier an dieser Stelle. Das heißt halt hier in diesem Bild sehen wir aktuell auch wieder. Hier hatten wir das Hoch des aktuellen Jahres bei, wo haben wir es gehabt, bei der Marke von 21.853 Punkten und wir stehen kurz davor, diesen Bereich auch wieder zu überschreiten. Mal schauen, wie der Markt hier aus der Woche geht. Das ist vielleicht eine Handelsidee für den Montag. Wir sind wieder hier oben dran. Der Markt pausiert hier so ein bisschen drunter. In der Stunde sieht man, dass so langsam der Druck von unten nach oben wächst. Das heißt, dass wir hier schön das Ganze ansteigend auch sehen. Der Markt hier hochschwingt. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber auch in diesem Markt sehen wir sehr, sehr schön den starken Anstieg nach oben hin. Und das ist das, was wir hier um den Globus bei den großen Indizes sehen. Und genau das wollen und können wir an dieser Stelle ja auch traden. Das also hier mit Blick in die großen Indizes. Jetzt schaue ich nochmal in die Chats oben hinein. Fragen sehe ich jetzt keine. Olaf, auch dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Das heißt, an dieser Stelle, wie auch in der letzten Woche, ein kleiner Break für Facebook. Ich mache ein Video hier direkt gleich weiter als separate Aufnahme und komme halt zurück mit dem edukativen Part für heute. Also bleiben Sie dran hier auf Facebook. Es geht gleich weiter mit dem Fachteil in der Education. Bis gleich.